So, ein wunderschönes herzlich willkommen zur 200. Folge von Minecraft Creators, das ist aber Let's Play, holy shit. Ja. Wie die Zeit vergeht, man glaubt es kaum. So, das allererste, was wir machen, aufgrund dessen, was wir gesehen haben, Redo-Mod scheint doch tatsächlich zu funktionieren. Wenn wir mal im allerersten Zuge, direkt mal anfangen, unsere Tiere wieder auszuwildern. Na komm. So. Die Tiere waren hier. Genau. Da kommt die mal alle runter. Achso, siehst du? Diese anderen Items brauche ich hier auch. So. Ich habe eine Kuh in der Hand. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich die genannt hatte. Oh, guck mal, die ersten Blumen breiten sich ja aus, die ersten weißen Blumen. So, ich würde einfach mal sagen, ich mache einfach mal hier so. So, Katze, Katze, Schwein, Schwein, Schaf, Schaf. Bin ich bekloppt? Das ist, oh Gott, Alter. Ja, ich sollte sie nicht direkt beim Zaun platzieren. Nicht gut. Where's my Lasso? Lassen Sie mein Lasso. Hä? Ja, ist hier drin? Tatsächlich. Dankeschön. Direkt verkackt. Danke dafür. So, wer ist alles ausgebüxt? Na klar, die meint Schweine natürlich. Hä? Ach, mit Rechtsklick. Okay. Und der andere ist natürlich direkt ins Wasser gesprungen. Kommen wir her, mein kleines Schwein. So. Siehst du, ich habe jetzt auch dem einen Weh getan. Das heißt, ich muss die auch wieder gesund pflegen. Das geht ja, glaube ich, bei den Schweinen mit den Äpfeln. Da hole ich mal ein paar. So, die Katzen sind noch beide drinnen. Wenn die jetzt so aussieht, als wenn die irgendwie festhängt. Ups. Warum versuchen die ganze Zeit in die Ecke zu laufen? Voll die Eckenkinder. So, gehen wir mal wieder rein da. Noch ein Apfel. So. Dann geben wir dem mal erstmal einen Namen. Schreibt man das so? Was wäre ein cooler Name für Katzen? Ach was, ich bleibe einfach so klassisch. Mrs. Cat und Mr. Cat. So wie viel sie auch davor auch hatten. Mrs. Cat ist aber irgendwie schon ganz schön angeschlagen. Mrs. Sheep. Hier haben wir jetzt hier mit Punkten gearbeitet. Ja doch, okay. Denn Abkürzungen haben wir generell einen Punkt dahinter. So. Und Mr. Sheep. Die waren ganz preiswert, die waren ganz Sheep. Okay, komm, lass mal. Du nach da. Du nach da. Hier beide auch noch einen Schutzstein. Die beiden Schafe übrigens auch.
So. Mrs. Puma. Schreibt man das so? Gott, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie man Puma schreibt. Oh, Alter, kann man bitte Hilfe? Ich will. Was habe ich gerade gemacht? Nick deaktivieren. Ah, verrückt. Irgendwas vergesse ich da noch. Achso, da kann man ja gar nicht so gucken. Wait. Ich hab doch hier mein wunderschönes. Aber meinst du, das ist doch irgendwo ein R? Ach, mit einem B. Pumba und nicht Puma. Wow. Okay, also. Mrs. Pumba. Du kriegst du gleich mal per Äpfel hier. Du siehst ganz schön gedamaged aus. Oh. Und wo ist dein Freund? Bleiben Sie hier. Mr. Pumba. Hier ist auch noch ein paar Äpfel hier zugesteckt. Pumba bei voller Gesundheit. Oh, nice. Kann man bei der hier aber nicht. So, jetzt. So, habt ihr schon geschützt? Müsst ihr eigentlich, ne? Ja, bereits geschützt. Sehr schön. So, dann haben wir die schon mal geschützt. Dann gibt es jetzt noch Chicken und Kühe. So, okay. Das hier für das Weibchen. Mrs. Co. Und Mr. Co. Welch ein verliebtes Ehepaar. So, und dann kommen jetzt noch die ganzen Küken. Oh, der meldet sogar gleich aus. Mrs. Chicken. Chicken. Wo sind die? Und Mr. Chicken. Hä? Kann sein. Eben, ich habe die falsch benannt. Ich habe hier das H vergessen. Nein. Ich brauche also einen neuen Name Tag. Den einmal Papier, schwarzer Farbstoff und Wolle. Klingt machbar. So, schwarzer Farbstoff machen wir am besten. Hä? Ach, hier haben wir doch. Oh Mann, habe ich letzte Folge gesucht. Hast du doch welche. Scheiß die Wand an. Siehst du, kann man daraus eigentlich auch schwarze Farbe machen? Nein, natürlich nicht. So, schwarzer Farb. Achso, siehst du, wir hatten ja bereits Farben. Ach nee, aber wir hatten noch kein Schwarz. Okay. So, dann brauchen wir einmal Papier. Und einmal String. Dankeschön. So. Mrs. Chicken mit H. Schon besser. So, alle Namen, die ich sehe, sind grün, außer die von der einen Kuh. Ansonsten alles andere ist grün. Sehr schön. Gut, dann können wir es auch so lassen. Nein, wir haben wieder Tiere. Ist das nicht wunderschön? So wunderschön. So wunderschön. Das ist herrlich. So. Dann kannst du wieder hier rein. Die Sachen können wieder hoch.
Und als nächstes gucken wir mal nach den Bäumen. Nach den Gummibäumen. Da müssen jetzt endlich mal ein paar gewachsen sein. Sicherheitshalber nehme ich auch mal das Zeug hier mit, beziehungsweise gleich mal das Zeug hier. Denn noch sehe ich nichts, ist natürlich klar, weil die sind noch außerhalb unseres aktiven Bereichs. Aber dennoch will ich sicher gehen, dass sie auch jetzt wirklich gewachsen sind. Und wenn nicht, dann geht's korrekt. Ah, siehst du, die sind nämlich nicht gewachsen. Was ist hier los? Warum wachst du nicht? War es zu dunkel oder was? Ehrlich gesagt, bin ich gerade echt ein bisschen überfragt. Okay, richtig geht nicht. Okay, ich brauche also doch nur ein Sapling. Und sie wachsen tatsächlich auch auf normalem Sand. Also auf normaler Erde. Womit sich mir die Frage stellt, warum sie bisher nicht gewachsen sind. Gut, dann probiere ich hier mal auch nochmal. Gut, erstmal mache ich die alle anderen hier ab. So, probieren wir mal hier auch wieder abwechseln. Ach komm. Ah nee. Also das heißt, sie wachsen also auf normalem Sand und brauchen aber tatsächlich nur einen normalen Sapling. Ach, jetzt ist der gewachsen. Brauchen nochmal, also tatsächlich nur ein Saplings und wachsen auf normaler Erde. Gut zu wissen. Gut zu wissen. So. Ach, ich warte mal, bis der manuell gewachsen ist. Solange schlage ich dir schon mal ab. Die sind aber nicht so groß wie die wir vorgefunden haben, oder? Oder täuscht es jetzt gerade nur? Die sehen irgendwie so klein aus. Schon fast ein bisschen niedlich. Bäume fällen. Ja, da fällen die Bäume schnell. Oder so ähnlich. So, dann mache ich mal hier wieder auch normalen Sand hin. Da kommt der ein Sapling wieder drauf. Ach, schön. Haben wir ganz viel Gummiholz. Kann man mit dem Kopf gegenschlagen, passiert gar nichts. Wobei doch, wenn du mit dem Kopf gegenschlagst, wirst du so stark ab, dass du mit dem Hinterkopf auf den Boden fällst. Und dann bist du tot. Das heißt, Gummibaum ist noch gefährlicher als normaler Baum. Oh, ja. Oh, diese Bäume. Schaut sie euch an. Sind sie nicht herrlich? Herrlich? Mache, ne? Okay, also sie sahen doch nur viel kleiner aus, als sie eigentlich sind. Die sind doch riesig. Zumindest brauchen sie ewig zum Abbauen. Und das ist ja schon mal ein guter Indikator dafür, dass sie riesig sind. Von daher, alles gut. Sehr schön. Haben wir also wieder schön viel Holz. Oh, und ich bin am Anfang. So. Ich sag mal so, einen Durchgang machen wir nochmal, also hier ne, mit viermal pflanzen und dann, aber diesmal auch wirklich warten, bis sie von sich aus fertig sind. Auch wenn das scheinbar ewig dauert. Oh, wir sind voll? Holy shit, durch die ganzen Blätter. Ja gut, das ist natürlich ein bisschen heftig. Nicht ganz heftig, aber ein bisschen heftig. So, die können wir auch schon mal hier abfertigen. Solange versuchen wir hier nochmal, ob hier Sachen liegen geblieben sind. Aufgrund unserer Vollheit. So, und wir können hier hinten schon mal.
noch aufräumen. Hier wächst eh nur noch einer. Sehr schön. So, der Baum hier ist auch fertig. Sehr gut. Sehr gut. Grünzeug, soweit das auch gereicht. Schön. So, jetzt haben wir wieder massig. Ja, 3 Stacks. Sollte erstmal wieder reichen für die nächste Zeit. Und vor allen Dingen massig Blätter. Massig Blätter. Und dabei ist der hintere Baum noch nicht mal gewachsen. Der lässt sich noch ein bisschen Zeit. Kann auch haben. Die drei Bäume reichen erstmal aus. So, gucken wir mal nochmal bei unseren Beeten vorbei hier. Okay, hier sind auch immer noch Lücken. Na gut, hier hat sich auch noch nicht wirklich was getan, oder? Das sieht immer noch wie Unkraut aus. Ja, und hier ist auch immer noch nur eine Möhre. Ich verstehe nicht. Aber der Kaffee, der ist jetzt schon gewachsen. Manchmal, das macht so überhaupt keinen Sinn. Ah ne, hier ist der Kaffee. Okay, alles gut. Nee. Ja, ne, dann macht es tatsächlich. Ist noch gar nichts gewachsen. Ja, manchmal wächst es super schnell und manchmal wächst es über Folgen hinweg gar nicht. Also wirklich komplett gar nicht. Nee. Tja, dann würde ich jetzt gerne mal gucken, dass wir uns mal wieder auf eine kleine Höhlentour begeben. Aber wie gesagt, nicht in die Tiefe, sondern tatsächlich mal, einfach mal hier in einen von unseren manuell geschaffenen Abzweigen. Einfach mal in Richtungen bauen und dann gucken, ob wir da irgendwie mal auf Uran kommen. Das wäre mir ja sehr nett. Schön. Wäre das. So, du kommst noch da. Da haben wir jetzt mittlerweile wieder. Oh, wir hatten sogar noch ein paar mehr. Ja. Naja, merkt das schon. Blätter bekommt man sehr viele. Und damit natürlich auch sehr viele Saplings. Ist ja klar. Weil die Wahrscheinlichkeit ist fest. Wie viele Saplings man pro Blätter bekommt. War glaube ich 1 zu 20 oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall halt ein fester Wert. Jetzt könnte man natürlich sagen, gerade bei so großen Bäumen, die halt extrem viele Blätter haben, könnte man natürlich da mit der Wahrscheinlichkeit ein bisschen runtergehen, aber dann müsste man halt direkt, ne? Ich weiß gar nicht, ob der Wert wirklich so fest in der Engine drin ist, pro Blatt, so und so viel Saplings. Weil Blätter sind ja quasi auch nur ganz normale Nodes, das heißt, sie müssen ganz normal registriert werden. Von daher. Obwohl, ja, nee, die haben eine eigene Decal-Funktion. Kann also durchaus sein, dass das darüber gehandelt wird und dann wirklich auch dabei ein fester Wert eingestellt ist. Keine Ahnung. Will ich jetzt nicht drüber schwadronieren? Bringt ja eh nichts. So, nein, hier. Na, doch, war doch richtig. Alter, Mann. So. Der Werk, das Material hier kann erstmal wieder weg. Höchstens hiervon ein bisschen was. Wobei das nicht allzu lange reichen wird. Mal schauen, haben wir irgendwas, was es sich lohnt mitzunehmen? Warum haben wir nur einen Knochen? Wir hatten noch viel mehr Knochen. Ach nee, stimmt, ist doch richtig. Wir hatten, ja, weil wir die immer gleich zu Knochenmehl verarbeiten. Alles gut. Gut, wir brauchen Stöcker für Werkzeuge. Dann nehme ich vielleicht mal das Ding hier mit. Wir haben hier auch schon wieder massig Stöcker rumliegen. Finde ich nicht in Ordnung, sowas. Finde ich nicht in Ordnung.
Wie war das? Man kann, was? Seit wann geht das? Seit wann geht das? Okay. Ist mir jetzt komplett neu, aber wenn er sagt, dann muss es ja irgendwie sein. Seit wann geht das? Ich habe doch in letzter Zeit gar keine Mods verändert. Oder? Finde ich sehr interessant, tatsächlich, ja. Doch. So, was kann man daraus eigentlich machen? Schau mal, guck. So, haben wir noch irgendwelche Scrapbild drin, was man auch zu verarbeiten kann? Nein, gar nichts. Gut, dann würde ich mal sagen, genau, ein paar Stecker nehmen wir noch mit. Oh, scheiße, ich wollte den 99er-Stack da oben hinpacken und nicht den kleineren. Egal, haben wir halt schon viele Stöcker. Ich würde gerne noch hiervon ein bisschen was mitnehmen. So. Genau. Jutchen, dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal in unsere wunderschöne Höhle. Schönes weiß ich gar nicht. Minus 80 bis minus 300. Da dürfte die noch definitiv zu hoch sein. Weil wir sind noch lange nicht bei minus 80. Aber unsere untere Mine, die sollte dann genau in dem Rahmen drin sein. Hey, wir haben zwei? Oh, ich wusste gar nicht, dass wir drei sind Dinger haben. Egal. Auf jeden Fall sind es die falschen. Wie gesagt, ich rede von. War das die, was dir? Nein. Ach ja, ups, die war ja auch auf der anderen Seite. Genau, da war sie. Da ist sie. Da, die dürfte genau auf richtiger Höhe sein. Oder sind wir jetzt schon zu tief? Ich weiß es nicht. So, also noch sehe ich kein Uran. Die Frage ist halt auch, wie häufig kommt das Scheiß vor? Ich würde mal sagen, wir kloppen uns einfach hier in die Richtung durch, bis wir Licht am Ende des Tunnels sehen. Apropos, ich habe vergessen, Fackeln mitzunehmen. Von daher. Ach doch, ich habe doch noch. Ja. Hat sich wohl gelohnt. Hat sich echt voll gelohnt. Pack die mal direkt so. So, muss ich immer mit den Tasten rumwedeln. Oh, wir haben Stahl bekommen. Tja, da haben wir so lange nach Stahl gesucht, wir müssen ein bisschen weiter suchen müssen. Oder haben wir damals nach Stahl gesucht? Weil wir haben ja diese Gänge hier gemacht, weil wir nach irgendwas gesucht hatten, explizit. Aber was war das denn? Das war doch, glaube ich, Stahl, wonach wir gesucht hatten. Oh, und da ist jetzt massiv Stahl. Oder hatten wir damals schon nach Mese gesucht gehabt? Nee, das macht ja gar keinen Sinn, weil wenn wir damals nach Mese gesucht hätten. Dann hätten wir schon viel früher, viel weiter unten angefangen zu suchen. Kann also sein, dass wir damals nach Stahl gesucht hatten. Tja, hätten wir bloß ein bisschen weiter graben müssen. Siehst du, hier haben wir Stahl. Hier haben wir gleich schon wieder Stahl. Leck mich doch am Arsch.
wie mich mein Schicksal immer ficken möchte. Oh, Alter. Ja. Aber ich sag mal so, ich bin Ronnie Bartmann, der Unfickbare. Mich kann ich mal mein Schicksal ficken. Und wenn doch, fick ich zurück. Uah! Ja, hätte ich nicht sagen dürfen. Jetzt wird's hier nass. Wo bin ich hier? Sieht tatsächlich interessant aus. Nichts gute Idee. Ich muss mal gucken, ob ich das Wasser irgendwie wegbekomme. Wo ist der Eingang? Ach da. Oh ja, zur Not baue ich fast drüber. Bisschen Geröll, bisschen Gestein haben wir ja. Dann verlängere ich schon mal den Gang hier. Was kann ich auch? Kann ich auch von der Seite aus machen. Wobei, das würde jetzt massig Axt verschwenden. Komm, machen wir später. Jetzt erstmal achten wir darauf, dass wir überhaupt ein bisschen weiterkommen. Das heißt, ich brauche jetzt einen provisorischen kleinen Überweg. Übergang. Ja. Hat gut funktioniert. Och, Alter. So. Sind wir in der Flucht? Sieht gut aus. Ja, doch, wir sind in der Flucht. Sehr schön. Are you fucking kidding me? Habe ich eine Schippe dabei? Ich habe keine Schippe mitgenommen. Meine Damen und Herren, es könnte sich etwas hinziehen. Aber das ist auch schon Ende. Sehr schön. Das Stahl, das Eisen hier hält uns warm. Oder so. Are you fucking kidding? Ich hol dich gleich mal Platz hier. Ich mach dich dünner. Jetzt kommt hier eine Sanddüne nach der anderen hier, oder was? Warum lassen wir Gestein zurück? Sind wir voll? Nee. Nicht, dass wir irgendwelche super genialen Sachen abgraben und die dann einfach liegen lassen. Wegen, weil das Spiel denkt sich so, nee, brauchst du nicht. Lass mal liegen. Andere freuen sich bestimmt drüber. Tja. Für so auf die Art und Weise überhaupt mal Uran treffen? Weil ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, was wir jetzt machen sollten, außer einfach die ganze Zeit zu graben. Da bin ich offen gesagt ein bisschen, ja. Ja, nicht planlos, sondern einfach nur, ne, ich weiß halt nicht, was wir sonst tun könnten. Ich meine, mit ein bisschen Glück treffen wir auf eine etwas größere Höhle, da können wir da, ne, an den Wänden nach Uran suchen, aber ansonsten. Ich habe ja auch schon, als ich privat wieder gespielt hatte, kann man ja auch wieder Sören an. Und ja, ich habe es schon wieder vergessen zu fragen wegen ihrer Dachbauabbauart. Das tut mir leid. Aber da hat sie mir auch gesagt, dass sie bereits auf Uran getroffen ist. Das heißt, irgendwie muss es das ja geben. Und wie gesagt, laut Readme-Datei bei minus 80 bis minus 300.
Da stand zwar jetzt nicht, wie rar das Zeug ist. Ich meine, wir können ja auch einfach mal testhalber unsere Rüstung ausziehen. Dann spüren wir ja, wenn wir in der Nähe von Uran sind, weil das macht tatsächlich Damage. Ich weiß nicht, in welchem Radius, aber es macht halt Damage. Ich will auch nur ein bisschen Uran haben. Wenigstens ist Uran einigermaßen bunt, wie so ein bunter Hund. Das heißt, man kann es relativ gut erkennen. Wobei, wie gesagt, wahrscheinlich kriegen wir eher Schmerzen. Also sollten wir uns lieber eher danach orientieren, dass wir, ne, wenn wir Schmerzen haben, um einfach mal stehen zu bleiben, zu gucken. Wobei wir wahrscheinlich gleich eher Schmerzen bekommen, weil wir schon wieder verhungert sind. Ja, ja. Sachen abbauen. Okay, wir kommen auf jeden Fall in ein Gebiet, wo wir noch nicht waren. Der Server arbeitet schon wieder. Das heißt, er muss hier langrennen dann. Was aber eigentlich gar nicht sein dürfte, weil wir müssten uns ja, wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin, müssten wir uns auf Richtung Spawn bewegen. Und damit in ein Gebiet, wo wir eigentlich schon waren. Also, wo auf jeden Fall die Welt schon gerendert ist. Gerendert. Jetzt rede ich schon genau so einen Scheiß wie die. Also generiert natürlich, ne? Tja, gleich ist die zweite Spitzhacke kaputt. Und. Oh. Ich glaube, wir sind gerade bei Sand. Ach nee, bei Kies. Ach, war ja wieder klar. Wow, wie viel ist gerade runtergefallen? Oh ja, man merkt, das Zimmer arbeitet ganz schön. Kann sein, dass wir. Eigentlich wollte ich in Richtung Spawn gehen. Vielleicht habe ich jetzt doch die falsche Richtung genommen. Kann ja mal passieren. Doink. So. Ja, und damit ist die Spitzhacke kaputt. Tja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir auf diese Art und Weise Uran finden werden. Ich weiß ja auch nicht mal, ob wir überhaupt auf der richtigen Höhe sind. Das ist ja das Traurige dabei. Und ich weiß doch nicht, in welchem Radius man Schaden bekommt. Ob wir, wenn wir hier so schnell langlaufen, quasi überhaupt in den Bereich kommen, dass wir Schaden bekommen. Das sind halt alles so eine Sachen. Wir kommen ja auch auf keine große Höhle oder irgendwie sowas. Ich meine, da vorne war so ein, ne, direkt bei unserem Eingang, da war ja so ein Höhlending, aber da sind wir quasi einfach noch, da ging es ja einfach schnell nach unten. Von daher glaube ich nicht, dass das zweckdienlich ist. So, und hier ist überall Wasser, ist also auch nicht unbedingt angenehm. Ich kann es ja trotzdem ausleuchten. Hier sieht es schon mal nicht nach Uran aus.
Ja, weiß nicht. Sieht nicht gut aus. Sieht echt nicht gut aus. Hoffentlich, wenn wir irgendwann mal Uran finden, finden wir gleich mit einmal eine ganze Masse. Sonst bin ich da echt ein bisschen überfragt. Weil so auf kurz oder lang würde ich doch schon gerne so eine Art, ne? Bauen. So, so Atomkraftwerk. Und jetzt, wo ich gerade sehe, ich glaube, wir sind tatsächlich doch in die genau falsche Richtung. Wir haben in die Richtung gegraben, wo ich gerade gucke. Und das ist genau die Richtung, die vom Spawn wegführt. Das heißt, wenn ich, ne, eigentlich wollte ich ja zum Spawn hingraben. Warum auch immer. Oh. Und das hat... Ich weiß gar nicht. Ja doch, die Technik-Mod hatte ich von Anfang an drin. Heißt also, auch beim Spawn müsste es diese Technikmaterialien geben. Ist alles schon so lange her. Ach Gott. Weil jetzt wird die Sache. Oh ja, wer weiß. Ich muss mal im Log gucken, ob wir überhaupt auf der richtigen Höhe waren. Nicht, dass wir die ganze Zeit weit unter 300 waren. Weil der Weg, den wir gerade hochgelaufen sind, hat sich doch schon ganz schön weit angefühlt. Ah ja. Gut. Nee. Aufräumen mache ich nächste Folge. In dem Sinne, würde ich mal sagen, das war's für diese Folge. In dem Sinne, ciao mit V.